Mecklenburg! Mecklenburg, Mecklenburg, Mecklenburg! Mecklenburg, Mecklenburg, Mecklenburg! Mecklenburg, Mecklenburg! Ja, der FC Mecklenburg verliert das Auswärtsspiel beim Hertha 03 Zehlendorf mit 2:1. Eine knappe Kiste. Ja, Christopher, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zum Spiel sagen. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen schwer ein Spiel gefunden hier auf dem Kunstrasenplatz hier bei Hertha 03 Zehlendorf. Nach 15 Minuten haben wir eigentlich das Spiel so im Griff gehabt und sind auch zu den ersten ein, zwei kleinen Möglichkeiten für uns gekommen. Ja, dadurch, dass wir personell ein bisschen angeschlagen sind, auch fehlt da so ein bisschen die Durchschlagskraft nach vorne, aber ich muss sagen, jeder hat sich reingehauen. Und dann kriegen wir, ja, durch eigentlich aus dem Nichts kriegen wir das 1-0 durch so einen Schuss. Ja, ich glaube, unser Torwart weiß selber, dass er den halten kann, hat er auch selbst schon gesagt. Gut, ja, und dann kriegen wir noch das vor der Halbzeit das zweite Gegentor, was richtig unglücklich war. Aus meiner Sicht ist es vorher ein Foulspiel an Mario. Schiedsrichter lässt weiterlaufen, ahndet es nicht und dann gehen wir mit 2:0 in der Halbzeit. Haben aber bei uns dann ganz schnell gesagt, dass wir hier nochmal eine Schippe drauflegen wollen, nochmal herzeigen wollen, was uns ausgezeichnet hat in den letzten Monaten und auch im ersten Rückrundenspiel. Und das hat uns dann ganz gut gelungen, muss ich sagen. Wie die Mannschaft dann zurückgekommen ist, jeder war wieder für den anderen da gefightet, machen dann auch zu Recht das 2-1. Ja, aber und dann mit ein bisschen Glück machen wir vielleicht in dem Punkt, weil Hertha 03-10 auf zweiter Halbzeit auch nicht mehr was fürs Spiel gemacht hat, nur auch verwaltet hat und wirkt ja auch relativ unsicher. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen verlieren wir hier 2-1 und die Welt geht nicht unter. Es ist eine Serie gerissen, das heißt, er kann eine neue starten. Und damit wollen wir nächste Woche Sonntag anfangen. Samstag meine ich. Und dann sehen wir uns alle in Schwerin wieder. Genau, so machen wir es. Mund erwischen und weiter geht's dann. Genau. Gegen, helf mir, Alt-Lübersdorf, ne? Genau, gegen Alt-Lübersdorf. Und da haben wir auch noch bekanntlich, wie aus dem Hinspiel, eine kleine Rechnung offen. Genau, alles klar. Dann Christopher, gute Heimfahrt. Ja, danke. Ja, Mario, 2:1 verloren heute gegen Hertha Zehlendorf. Du machst nach dem Eckball von Paul Stubbe das 2-1. Ja, erzähl mal ein paar Worte von dir, also ein paar Worte von dir zum Spiel. Also wir wussten schon vorher, dass es schwer werden wird. Also erstmal ja, Zehlendorf ist eine gute Mannschaft, gute Fußballer in ihren eigenen Reihen, eine junge wilde Truppe, die sich auch nicht was vorgenommen haben mit einem neuen Trainer. Das wussten wir. Wir mussten selbst auch viel umstellen, verletzungsbedingt etc. Sind auch nicht gut ins Spiel gekommen. Am Aufwärmen hat man schon ein bisschen gemerkt, die letzte Spannung ist leider nicht da. Vielleicht der Busfahrt bedingt oder geschuldet, das weiß man nicht. Haben dann jedoch noch 10 Minuten eigentlich ganz gut reingefangen, haben uns ein dummes 1-0 gefangen, einen Fernschuss. Ja, jeder sieht da dumm aus, aber der Ball war echt komisch. Der Rasen war ziemlich ja, stumpf, würde ich mal sagen. Also ein bisschen den Schuss, den kann man ihn da schon. Ja, dann kriegen wir kurz danach das 2-0, also ein ganz klares Foul. Da kommt ein langer Bar, eigentlich habe ich ihn, er kreuzt meinen Weg. Ich habe den Schiri in der Halbzeit gefragt, warum er es nicht pfeift, weil er Angst hat, ihn rot zu geben, da ich schon gelb hatte. Da kam keine Antwort, aber ja, unglaublich eigentlich. Dann haben wir eigentlich ein Spiel reingefunden, haben fußballerisch nicht das Größte gespielt, aber haben uns auf deren Spiel eingestellt, wie wir es uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Haben gut dagegen gehalten, zwei Halbzeit uns eigentlich auch noch ja, ein paar Chancen rausgespielt. Die natürlich auch, das bleibt nicht aus. Haben dann eigentlich eine gute Ecke, war ich ja wirklich blind, frei. Am zweiten Pfosten hat das Tor dann gemacht zum 2-1. Natürlich ein schöner Nebeneffekt, erstes Saisontor, aber unterm Strich bringt das nicht viel. Ja, dann lieber kein Tor und 3 Punkte. So mit einem wären wir auch zufrieden gewesen, aber ja, wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben eine gute Serie hinter uns gehabt, nach 6 Niederlagen in Folge. Da hat uns keiner das mehr zugetraut. Wir wissen, was wir können, müssen uns auch nicht kleinreden lassen. Jetzt haben wir den nächsten Gegner vor der Brust und ja, jetzt heißt es weitermachen. Alles klar, dann gute Heimfahrt, wa? Ja, zur ersten Pressekonferenz 2017 anlässlich des Oberliga-Rückrundenauftakts der Zehlendorfer. Hertha Zehlendorf gegen FC Mecklenburg-Schwerin. Das Spiel ist 2:1 ausgegangen, Halbzeit 2:0. Vor 131 Zuschauern. Es war zwar nicht so ein Spektakel oder Torspektakel wie im Hinspiel, was 4:4 ausgegangen ist, aber doch ein recht ansehnliches Spiel. Und bitte wie immer den Gast zuerst, Herrn Neitzel, ein paar Sätze zum Spiel zu sagen. Ja, also es ist natürlich schade, dass wir hier 2:1 verloren haben. Ich denke, das 1-0 ja, geht auch in erster Linie in Ordnung, weil Zehlendorf in dem Moment auch ein bisschen mehr investiert hatte. Das 2-0 geht für mich ein ganz klares Foulspiel voraus, dass der Schiedsrichter pfeifen muss und da fällt das 2-0 raus. Ist natürlich ärgerlich, dass du dann vor der Pause so ein Ding kassierst, aber die Situation musst du annehmen. Und wie meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit denn hier aufgetreten ist, ja, dominant, versucht dem Gegner das Spiel aufzudrücken, den Anschlusstreffer erzielt und ja, wir hatten dann auch eigentlich keine richtige
hundertprozentige mehr, eigentlich durch Collins Follerin vielleicht noch, wo sich den Ball ein bisschen zu weit vorlegt, aber ja, unglücklich 2-1 verloren. Hätte gern Punkte mitgenommen, aber das stärkt uns fürs nächste Heimspiel gegen Rapid. Deine Premiere überhaupt? Punktspielauftakt, 2-3 Sätze zum Spiel? Erstmal war das schon ein großes Fragezeichen nach so einer schwierigen Vorbereitung mit den ganzen Zustellplätzen. Haben wir trotzdem gut gemeistert, gute Vorbereitung an sich gehabt, gute Ergebnisse. Man möchte natürlich auch positiv in die Rückrunde starten, ja? Gerade weil es eben für den Robert und für mich auch das erste Spiel ist. Möchte man da auch einen guten Eindruck hinterlassen. Bin der Meinung, dass es uns auch gelungen ist. Die erste Halbzeit war sehr gut, ne, von unserer Mannschaft. Hat auch alles gepasst. Jetzt zu einem Kollegen weiß ich jetzt nicht, beim zweiten Tor muss man sich nochmal angucken. Aber auf jeden Fall war das zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht zu 100% korrekt. Zweite Halbzeit, ne, auch gut begonnen. Da sieht man aber, was so ein Tor, ja, was es eben verändern kann. So, ne? Also ein Standardtor, keine klare Zuordnung. Da haben wir ein bisschen geschlafen bei der Situation. Wird man sich da auch nochmal angucken. Gegentor, ne, verändert dann das ganze Spiel. Sind ein bisschen nervöser geworden. Trotzdem, alles zusammen, sind wir schon zufrieden. Okay. Sonst noch Fragen von der Presse? Keine? Ja, dann beende ich das Ganze. Ein Hinweis für die Zehlendorfer noch. Am nächsten Sonntag ist das Auswärtsspiel beim 1. FC Frankfurt um 14 Uhr und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder hier gegen Grün-Weiß-Brieselang. 14 Uhr Sonntag, ich glaube, es ist der 12. März. Ja, ansonsten allen noch eine Sache. Ja? Genau, ich wünsche dem Gegner auf jeden Fall noch eine gute Rückrunde. Ja, wünsche ich auch. Und allen dann noch einen schönen Restsonntag. Und euch einen guten Tag.